für die SDJ, für den internationalistischen Jugendblock sprechen, und zwar Lukas Baumgartner. Herzlich willkommen. Wolfgang Ischinger antwortete in einem Interview mit einem Weltreporter auf die Frage, was Deutschland von den USA lernen könne, die Rolle des gutmütigen Hegemon. Nicht nur Ischinger als Schirmherr der NATO-Kriegskonferenz will die Frage nach der machtpolitischen Rolle Deutschlands in der EU als einen inhaltlichen Schwerpunkt auf der Konferenz im Bayerischen Hof diskutiert wissen. Auch der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, spricht aus, wie in Europa wieder Deutsch gesprochen werden soll. Das deutsche Kapital bringt sich in Stellung. Deutschland bewegt sich in großen Schritten hin zur Aggressivität des Imperialismus. Die Vorbereitung darauf, Deutschland wieder als Hegemonialmacht zu etablieren, spürt die Jugend in besonderem Maße. Denn der Imperialismus schafft es nicht nur, Staaten wie Griechenland in den aktuellen Krisenentwicklungen durch die Europäische Union und deren Diktat kaputt zu sparen, sondern zeigt durch Kriegseinsätze weltweit ganz unverblümt, dass man für wirtschaftliche und machtpolitische Interessen über Leichen geht. Dazu braucht man ein einsatzfähiges und gut ausgestattetes Heer, wie beispielsweise die Bundeswehr, die durch die Bundeswehrreform zu einem solchen werden soll. Entgegen Abrüstungspropaganda bedeutet diese Reform eben nicht ein Abbau, sondern lediglich ein Umbau der Bundeswehr. Die landsichernden Teile werden abgebaut, um die angreifenden Teile aufzustocken und besser auszurüsten. Teil dieser Reform, die die Bundeswehr schlanker und einsatzfähiger machen soll, war auch die Aussetzung der Wehrpflicht. Diese ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, weil sich der Einflussbereich der Bundeswehr damit verkleinert. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass die Bundeswehr dazu gezwungen ist, ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu vergrößern. Und was das angeht, ist sie fleißig. Sie macht sich Ausbildungsplatzmangel, fehlende Übernahme, Studiengebühren und fehlende Perspektive zunutze, um neues Kanonenfutter anzuwerben. Kreiswehrersatzämter werden zu Werbeagenturen umgebaut. Trotz der immer weiter eskalierenden Kriegs in Afghanistan, in dem schon mittlerweile über 50 deutsche Soldatinnen ums Leben kamen, werben sie mit dem zynischen Versprechen, sie biete Jobs mit Zukunft. Der Staat als Spielball des Imperialismus gewährte durch die Kooperationsverträge der Bundeswehr Einzug in unsere Klassenzimmer. Jugendoffiziere, ausgegeben als Experten für Sicherheitsfragen, historisch geschult, werben für den Abenteuereinsatz, an dessen Ende Traumatisierung und Tod auf uns wartet. So werden Jugendoffiziere zur indirekten Werbemaßnahme für das Sterben. Mit Informationsständen an Schulen, Unis, Jobcentern oder Marktplätzen macht sich die Bundeswehr die soziale Unsicherheit, die unsere Gesellschaftsform mit sich bringt, zunutze, um Jugendliche für Kapitalinteressen in den Krieg zu schicken. Das lassen wir uns nicht bieten. Die Militarisierung der Jugend muss aufhören. Wir sind heute auf der Straße, um ein Zeichen gegen den Imperialismus und seine Kriege zu setzen. Wir fordern den Abzug der Bundeswehr aus unseren Schulen. Wir brauchen mehr Geld für Bildung und Ausbildung, nicht für Rüstung und Kriegseinsätze. Wir wollen Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Vielen Dank. Die soziale Revolution. Weiter! Immer!
jetzt auch kalt, ich werde mich kurz fassen. Trotzdem zuerst die Aufforderung an die Polizei, ihr habt genug gezeigt, was sich hinter dieser Sicherheit versteckt, die ihr vertretet, von wem die Gewalt ausgeht. Ich fordere euch auf, verlasst den Kundgebungsort, hört auf mit den Zugriffen, geht nach Hause. Wer sich zu Hause schon so aufführt, hat in Afghanistan erst recht nichts zu suchen. Liebe Leute, auch 2010 mitten in der Wirtschafts- und Finanzkrise sind die weltweiten Rüstungsausgaben wieder gestiegen. Um 1,3% auf 1,6 Billionen Dollar. Billionen. Zwei Drittel davon entfallen auf die NATO-Staaten. 78 der 100 größten Rüstungsunternehmen sind in den USA und Westeuropa beheimatet. Damit ist klar, wer den Rüstungswettlauf anführt. Und damit ist auch klar, Krieg beginnt hier und er muss auch hier beendet werden. Deutschland ist der drittgrößte Exporteur von Kriegswaffen weltweit. Es ist allerdings nicht zutreffend, dass diese weltweit unkontrolliert zirkulieren würden. Es wird hier ein deutlicher Unterschied gemacht. Angriffs- und Interventionswaffen werden ausschließlich an sogenannte Partner geliefert. Kleinwaffen und Waffen hingegen, die sich vor allem zur Aufstandsbekämpfung gegen die eigene Bevölkerung eignen, werden tatsächlich flächendeckend verstreut. Die Bundesregierung hat den Export von Sicherheitstechnologie an die arabischen Staaten jahrzehntelang gefördert und befördert. Sie fördert die Entwicklung solcher Technologien aus den Töpfen des Bundesforschungsministeriums, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wettbewerbsfähig bei der Unterdrückung der Bevölkerung hier und weltweit. Wir müssen diese Ökonomie der schöpferischen Zerstörung, der Konkurrenz und des Krieges überwinden. Wir brauchen keine Technologien der Durchleuchtung, der Unterdrückung und des Todes, sondern Strategien der Befreiung. Wir wenden uns deshalb auch gegen eine Bildungs- und Forschungspolitik, die sich in den Dienst der Rüstung stellt. Die Großwaffen und Interventionswaffen konzentrieren sich im globalen Norden. Der Rest der Welt wurde zum Interventionsgebiet erklärt. Im Tübinger Aufruf zu den Protesten gegen die SICO heißt es hierzu: In ganzen Großregionen, die unter dem Vorwand von Menschenrechtsverletzungen und angeblich scheiternder Staatlichkeit zum Interventionsgebiet erklärt wurden, sollen durch den Aufbau von Partnern flächendeckende Militarisierung und gezielte Tötung die eigenen Ordnungsprinzipien durchgesetzt werden. So wurde mittlerweile ein zusammenhängender Krisenbogen von Westafrika über die Sahara, den Sudan und Somalia, die arabische Halbinsel, Iran, Afghanistan und Pakistan definiert, in dem auch deutsche Soldaten und Polizisten als Ausbilder, Berater, Beobachter, Besatzer und Kombattanten aktiv sind. Ihr Auftrag wurde in den verteidigungspolitischen Richtlinien von 2011 so definiert: Die Erschließung, Sicherung von und der Zugang zu Bodenschätzen, Vertriebswegen und Märkten. Krieg für Bodenschätze und Märkte, hier wurde offen ausgesprochen, wogegen wir hier seit Jahren demonstrieren und wogegen wir weiter demonstrieren werden, solange diese Kriege geführt werden. Jawohl! Liebe Leute, wer solche Strategien verfolgt, der braucht sich nicht zu wundern, dass auch andere aufrüsten. Der ist nicht nur für die eigenen Rüstungsausgaben verantwortlich, sondern auch für die im Rest der Welt. Denn Staaten, die über keine leistungsfähige Luftwaffe oder Luftabwehr verfügen, müssen gegenwärtig offensichtlich mit einer militärischen Intervention rechnen. Die Voraussetzungen der scheiternden Staatlichkeit verschaffen sich die NATO-Staaten im Bedarfsfalle selbst durch Waffenlieferungen an Opportunisten und Oppositionelle oder auch durch Sanktionen. Das war jüngst in der Elfenbeinküste und Libyen der Fall und das findet gegenwärtig in Syrien statt. Seit Jahren unterstützen die NATO-Staaten die Intervention der menschenverachtenden Regime in Kenia, Uganda und Äthiopien in Somalia. Auch Libyen ist ein Prototyp dessen, was als gescheiterter Staat gilt. Dort konkurrieren in manchen Städten, in einzelnen Städten, mehr als 100 Milizen um die Kontrolle einzelner Straßenzüge.
Mittlerweile kommt es fast täglich zu Gefechten, zu Übergriffen gegen Minderheiten. Es gibt niemand, die die Folter in den Gefangenenlagern stoppen oder ahnden könnten. Das sind Menschen, die waren vor einem Jahr noch Nachbarn, Söhne, Väter, Demonstranten, Beamten, Hausbesetzer, Ingenieure oder Ärzte. Heute sind sie Milizionäre, haben Verwandte, Freunde und ihre Lebensgrundlage verloren und wollen, das ist sogar verständlich, ihr Stück vom Kuchen. Aber sie nehmen es sich mit Waffengewalt auf Kosten ihrer Nachbarn. Libyen ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass Kriege keine Demokratie bringen, sondern Gesellschaften zerstören. Deshalb sind wir gegen diese Kriege. Aber hier soll auf keinen Fall dem starken Staat das Wort geredet werden, wie Herr Ischinger dem starken Deutschland drüben im Bayerischen Hof und auch sonst bei jeder Gelegenheit das Wort redet. Er träumt von Deutschland als gutmütigen Hegemon, das wörtlich Führungsstärke und Führungskraft beweisen müsse. Dafür müsse Europa weiter aufrüsten und seinen Hinterhof befrieden. Auch um die USA bei ihren weiteren Ambitionen in Asien zu unterstützen. Das ist natürlich auch der Hintergrund, warum das Raketenschild in Deutschland stationiert werden soll. Wir erteilen diesen großen deutschen Großmachtambitionen eine eindeutige Absage. Ein Mensch, der solche Positionen vertritt, ist eine Honorarprofessur, wie sie ihm in Tübingen verliehen wurde, nicht würdig. Um solchen nationalistischen und imperialistischen Ambitionen entgegenzutreten, ist es richtig, in den Metropolen auf das Völkerrecht, auf das Souveränitätsprinzip und die Nichteinmischung sich zu beziehen. Diese gelten für die Politik unter Staaten und sie müssen gültig bleiben, weil der Nationalismus und der Imperialismus den Staaten und wie sich immer deutlicher zeigt, ganz besonders Deutschland, innewohnt. Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Prinzipien auf uns, die wir in Opposition zur Regierung stehen, anzuwenden. Natürlich müssen wir uns einmischen und mischen wir uns ein. Dazu sind wir heute hier. Wir wenden uns gegen Krieg und Rüstung, gegen die Zerstörung der Lebensgrundlage und wir solidarisieren uns mit allen Unterdrückten weltweit. Unsere Solidarität ist grenzenlos. Und der Krieg beginnt auch in den Köpfen. Wenn wir uns einmischen, müssen wir deshalb einen klaren Kopf bewahren. Natürlich lenkt der Krieg die Aufmerksamkeit und dann natürlich hören wir am meisten von den Menschenrechtsverletzungen dort, wo gerade der nächste Krieg vorbereitet wird. Ich kürze hier ab. Es ist auffällig still um die Menschenrechtsverletzungen in den Teilen Somalias, die unter Kontrolle der Regierung stehen, für die Deutschland und Europa zu tausenden Soldaten ausbilden. Es ist auffallend still um die Menschenrechtsverletzungen, die begangen werden dort, wo die vergangenen Interventionen stattfanden und dort, wo die Partner der EU und der Bundesregierung ihre Bevölkerung unterdrücken. Denken wir ganz aktuell etwa an den Senegal. Der Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und Befreiung ist ein kontinuierlicher und oft beschwerlicher. Und konsequenterweise haben wir dabei oft, nicht heute, das Gefühl, marginal zu sein und Marginales zu erreichen. Denn unser Feind ist mächtig, wenn aber dieser Feind, der auch heute seine Scharfschützen auf den umliegenden Dächern postiert hat und uns durch seine Geheimdienste bespitzeln lässt und seine bewaffnete Hilfe anbietet, unsere Forderungen übernimmt und Flugverbotszonen oder Sanktionen als die unseren Forderungen ausgibt, dann müssen wir vorsichtig sein, dann verbirgt sich der Kampf, denn dahinter verbirgt sich der bewaffnete Kampf um Hegemonie, der Krieg gegen Demokratie, Menschenrechte und Befreiung. Dieser Krieg beginnt hier und dagegen mischen wir uns ein. Danke, dass ihr euch heute eingemischt habt und viel Kraft und Erfolg bei euren weiteren Interventionen gegen diese Kriegsmaschinerie. Danke. Vielen Dank, Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen. Ich habe erste Einschätzungen von den Ordnerinnen und Ordnern bekommen. Wir waren heute ca. 3.000 bis 4.000 Menschen. Bei dem Wetter ist es ein wahnsinniger Erfolg. Herzlichen Glückwunsch uns allen dazu.
Und gleichzeitig habe ich erfahren, dass es einige Festnahmen gibt. Diese Festnahmen sind ja meistens immer kurios. Ich will euch die kurioseste sagen. Ein Mitveranstalter vom Reggae-Wagen wurde festgenommen, weil die Musik zu laut gewesen ist. Die Polizei hätte es gemessen und deshalb wurde er festgenommen. Es ist eine Unverschämtheit, wenn die vermummten Männer und Frauen nicht hier wären, hätten wir keine Probleme und sie könnten sich einen schönen Nachmittag machen und sich irgendeinen Scheiß im Fernsehen anschauen. Deshalb bleibt das nächste Mal zu Hause. Wir kommen jetzt eigentlich zu unserer Hauptrednerin. Malalai Joya. Sie wurde 2005 als jüngste Abgeordnete ins afghanische Parlament gewählt. Sie kämpft seit Jahren für die Rechte der unterdrückten Frauen, gegen die ausländischen Besatzer, gegen den Einfluss der Islamisten und die Macht der Warlords und Drogenbarone. Viele von ihnen, sagt sie, Zitat, sind verantwortlich für das Abschlachten von Zehntausenden Menschen in Afghanistan. Trotzdem nehmen sie heute wichtige Regierungsämter ein. Aufgrund dieser scharfen Kritik am Karzai-Regime wurde sie 2007 aus dem Parlament ausgeschlossen. Sie hat seitdem 4 Attentate überlebt und gibt trotzdem nicht auf. Für ihre unermüdlichen Anstrengungen erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den internationalen Menschenrechtspreis Human Rights Awards von Cinema for Peace der Berlinale. Wir freuen uns sehr, dass sie heute extra für diese Demonstration aus Afghanistan gekommen ist. Bitte heißt sie ganz herzlich willkommen, Malalai Joya. To bring the message of the suffered people of Afghanistan, especially its unfortunate women, to you. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Organisationen hier, bei den Organisationen der Friedensbewegungen und allen anderen bedanken, dass ich hier an dieser Stelle im Namen des leidgeprüften afghanischen Volkes, insbesondere im Namen seiner unglücklichen Frauen, Zeug sprechen kann. I send salutation to all anti-war progressive forces of Germany who stand in solidarity with my mourning people. If German government is a close friend of the enemies of our people and follows the sinister policy of the US and NATO since over 10 years of occupation, but I'm glad that anti-war and peace-loving people of Germany stand in solidarity with us, which gives us more encouragement and determination to fight for justice and true democracy in our country. Fortschrittlichen Antikriegskräfte in Deutschland, die sich solidarisch an die Seite meines trauernden Volkes stellen. Wenn also die deutsche Regierung ein enger Freund der Feinde unseres Volkes ist und die seit über 10 Jahren andauernde fatale Besatzungspolitik der USA und der NATO stützt, so bin ich glücklich, dass die Kriegsgegnerinnen und die den Frieden liebenden Menschen in Deutschland in Solidarität zu uns stehen, was uns Mut und Entschlossenheit gibt, für Gerechtigkeit und wahre Demokratie in unserem Land zu kämpfen. Only weeks ago, the second Bonn Conference was held in Germany, where a handful of Afghan corrupt officials, the high ranks of the US and West were gathered to sell Afghanistan to their masters. Any decisions made in such conferences are against the will of Afghan people, and those participants were not the true representatives of Afghanistan. The conference was an effort to prepare the conditions to give legitimation to US permanent military bases in Afghanistan. Erst vor wenigen Wochen ist die zweite Bonner Afghanistan-Konferenz hier in Deutschland abgehalten worden, auf der sich eine Handvoll korrupter afghanischer Amtsinhaber, von der USA und dem Westen bezahlte Politiker versammelten, um Afghanistan an seine Herren zu verkaufen. Alle Entscheidungen, die auf solchen Konferenzen gefällt werden, sind gegen den Willen des afghanischen Volkes getroffen worden. Und diese Teilnehmer sind nicht die legitimen Vertreter von Afghanistan. Diese Konferenz war ein Versuch, für die USA die Voraussetzungen für die Legitimation einer dauerhaften militärischen Präsenz in Afghanistan zu schaffen. As long as we have US military presence in Afghanistan, we have no independence. In a country which has no independence, talking about
Afghanistan ist, haben wir keine Unabhängigkeit in einem Land, das keine Unabhängigkeit besitzt. Von Demokratie, Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit zu sprechen, ist ein schlechter Scherz. In the first conference of Bonn, they handed over Afghanistan to the criminals, looters and worse enemies of democracy and justice. The conference was the start of a new big game of the West in Afghanistan, which had fatal consequences for our country. But in the second conference of Bonn, they tightened the chains of slavery of Afghanistan. Auf der ersten Afghanistan-Konferenz in Bonn lieferten sie Afghanistan den Kriminellen, den Plünderern und den schlimmsten Feinden von Demokratie und Gerechtigkeit aus. Die Konferenz war der Beginn eines neuen großen Spiels des Westens in Afghanistan, das fatale Folgen für unser Land hatte. Aber auf der zweiten Konferenz in Bonn legten sie Afghanistan in die Ketten der Sklaverei. After 10 years of war in occupation in my country, in killing of tens of thousands of innocent civilians, now the US officials confess that Taliban are not their enemies. That is true. I have said in the past that the Taliban and other terrorist groups are all products of the White House and they are only enemies of the Afghan people and not their foreign masters. All fundamentalist terrorist bands in Afghanistan, from Mullah Omar to Hikmatyar and Osama bin Laden and those in power like Muhaqqiq, Khalili, Fahim, Dostum, Kanuni, Abdullah, Amrullah Saleh, Sayyaf, etc. were created, owned, nourished and empowered by the US and other Western governments during the Cold War. And the US still relies on them as they are the only sold out groups who become slaves of any power in exchange of dollar and power. Nach 10 Jahren Krieg und Besatzung in meinem Land und der Tötung von Zehntausenden meiner unschuldigen Landsleute gibt nun die USA zu, dass die Taliban nicht ihre Feinde sind. Das ist wahr, denn wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, sind die Taliban und andere Terroristengruppen alle Produkte des Weißen Hauses und sie sind ausschließlich Feinde des afghanischen Volkes und nicht ihre Herren. Alle fundamentalistischen Terrorbanden von Mullah Omar zu Hikmatyar und Osama bin Laden und jene, die an der Macht sind, wie Muhaqqiq, Khalili, Fahim, Dostum, Kanui, Abdullah, Amrullah Saleh, Sayyaf etc. wurden geschaffen, bewaffnet, versorgt und in Machtpositionen gebracht durch die USA und andere westliche Regierungen während des Kalten Krieges. Und die USA stützt sich immer noch auf diese Gruppen, die für Dollar und Macht sich versklaven lassen und Verrat begehen. The 10 years of occupation were more bloodshed, crimes, women rights, human rights violations, which doubled the miseries and sorrows of our people. During these bloody years, tens of thousands of innocent civilians were killed by the occupation forces and terrorist groups. But the US and NATO are only after their own strategic, military, economic, and regional interests and sacrifice my suffering nation for reaching their bloody goals. Die Folgen der 10-jährigen Besatzung waren mehr Blutvergießen, mehr Verbrechen, mehr Verstöße gegen Frauen- und Menschenrechte, was die Sorgen für unser Volk vergrößerte. Während dieser blutigen Jahre wurden Zehntausende unschuldige Zivilistinnen durch die Besatzungskräfte und die Terroristengruppen getötet. Aber die USA und die NATO verfolgen nur ihre eigenen strategischen, militärischen, ökonomischen und regionalen Interessen und fügen meiner leidenden Nation Schaden zu, weil sie ihre verdammten Ziele erreichen wollen. Situation of women is getting worse day by day. Kidnapping, acid attacks, rapes, self-immolation, and domestic violences are increasing rapidly. It is also the most dangerous place to be the woman of in Afghanistan according to UNIFEM. Helping Afghan women is only part of the propaganda campaign of the Western powers to justify their presence in Afghanistan. But in practice, the well-being of Afghan women have no value for them. Die Situation
Situation der Frauen wird mit jedem Tag schlechter. Entführungen, Vergewaltigungen, Selbstverbrennungen, Säureattacken, häusliche Gewalt nimmt unaufhörlich zu. Nach UNIFAM, der Frauenorganisation der UN, ist das der gefährlichste Ort, an dem eine Frau leben kann. Den afghanischen Frauen zu helfen, ist nur ein Teil der Propagandakampagne der westlichen Mächte, um ihre Präsenz in Afghanistan zu rechtfertigen. Aber in Wirklichkeit hat das Wohlergehen der afghanischen Frauen keine Bedeutung für sie. In according to official statistics, over $65 billion of foreign aid have been poured into the country for rebuilding Afghanistan. But most of this aid have been looted by warlords, drug lords in national and international NGOs. Afghanistan is the second corrupt country in the world and the most corrupt in our history. Laut offizieller Statistiken sind über 65 Milliarden US-Dollar ausländischer Finanzhilfe in den Wiederaufbau des Landes geflossen. Aber den Großteil der Hilfe haben sich die Warlords, die Drogenhändler, nationale und internationale NGOs, Nichtregierungsorganisationen, unter den Nagel gerissen. Was die Korruption betrifft, steht Afghanistan an zweiter Stelle weltweit und das Regime ist das korrupteste in unserer Geschichte. In these 10 years of US puppet have changed Afghanistan to the center of the drug in the world. Since 2001, the production of opium increased over 4,400% in my country. It was the US policy to specialize Afghanistan in drug production because they get hundreds of billions of dollars every year from Afghan opium industry while our people lives are destroyed. I believe opium is more dangerous than Al-Qaeda and terrorism and more than war kills and spoils the life of the people. Around 2 million of the 13 million population of Afghanistan are addicted and many of them are women and children. In diesen 10 Jahren haben die US-Marionetten Afghanistan in das Drogenzentrum der Welt verwandelt. Seit 2001 hat sich die Opiumproduktion in meinem Land über 4.400% erhöht. Es gehörte zur Strategie der USA, Afghanistan auf Drogenproduktion zu spezialisieren, weil sie jedes Jahr hunderte Milliarden Dollars aus der afghanischen Opiumindustrie ziehen, während das Leben unserer armen Bevölkerung zerstört wird. Ich glaube, dass Opium gefährlicher ist als Al-Qaida und Terrorismus und gefährlicher als Krieg. Es tötet und das Leben der Menschen wird ruiniert. Über 2 Millionen der 30 Millionen Afghanen sind drogenabhängig und viele von ihnen sind Frauen und Kinder. US and NATO tells us that they will leave Afghanistan by mid of 2014. But it is a lie and made fool of their own people. We know that the US and its allies are there for their own interests, even if they are mobilizing the Afghan army and police. It is just to use them as cannon fodders to decrease the number of their own soldier casualties. They want to change Afghanistan into their military and intelligence base in Asia. It is enough to show the hypocrisy of the US government. Die USA und die NATO sagen uns, dass sie Afghanistan Mitte 2014 verlassen werden. Das ist eine Lüge und sie hintergehen ihre eigene Bevölkerung. Wir wissen, dass die USA und ihre Verbündeten wegen ihrer eigenen Interessen dort sind. Wenn sie die afghanische Armee und die Polizei aufrüsten, nur um sie als Kanonenfutter zu benutzen, um die Opfer ihrer Soldaten zu verringern. Sie wollen Afghanistan zu einer Militär- und Geheimdienstbasis machen, das allein genügt, um die Heuchelei der US-Regierung zu zeigen. Afghan governments not only betrayed Afghan people, but their own people too, by wasting their taxpayer money in the blood of their soldiers for a war which only safeguards the interests of the big corporations and a handful of Afghan corrupt and puppet rulers. Die westlichen Regierungen betrügen nicht nur das afghanische Volk, sondern auch ihr eigenes. Sie vergeuden das Geld ihrer Steuerzahler und das Blut ihrer Soldaten in einem Krieg, der nur die Interessen der multinationalen Konzerne und eine Handvoll Vertreter einer korrupten afghanischen Marionettenregierung schützt. I believe the only solution for catastrophic situation of Afghanistan is the withdrawal of all of these troops as soon as possible, because their presence is making much harder our struggle for justice and democracy in our country. Ich glaube, dass die einzige Lösung für Afghanistan
Afghanistan nur der Rückzug der Truppen sein kann, weil ihre Präsenz den Kampf für Gerechtigkeit erschwert, da dadurch die reaktionären, brutalen, zerstörerischen Kräfte an der Macht gehalten werden und so eine wirkliche Demokratisierung behindern. Ich glaube, sie hat jetzt noch was anderes gesagt. They support these terrorist bands who are great obstacles for true democratic-minded forces of my country. Where are you? Ich muss suchen, weil so schnell wie sie redet, ich habe es nämlich schriftlich übersetzt. Ich mache jetzt einfach weiter. Ach, weiter! Some says Taliban may get back to power in a civil war will break. But my people, despite being wounded, tired and hopeless of all the wars, will fight steadfastly till the end against these terrorists. Because of the hatred they have for them. The history bears witness that only the nation can liberate themselves. Democracy and justice can't be imposed by a foreign power, that too by the US, which has a history of overthrowing democratic regimes and imposing dictators and murderers on countless nations of the world since Second World War. Einige sagen, dass die Taliban wieder an die Macht kommen könnten und ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte, aber mein Volk, obwohl es verletzt, hoffnungslos und kriegsmüde ist, wird unerschütterlich bis zum Ende gegen die Warlords und Taliban kämpfen, weil sie sie hassen. Die Geschichte zeugt davon, dass sich Völker nur selbst befreien können. Demokratie und Gerechtigkeit kann nicht durch eine ausländische Macht aufgezwungen werden, zudem von den USA, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in unzähligen Ländern den Sturz demokratischer Regierungen betrieben und Diktatoren und Mörder zur Macht verholfen hat. I hope one day Afghanistan also will see glorious uprisings like Middle Eastern Arab countries against fundamentalist dictators and their guardians. As right now we are witnessing a small uprising in different parts of Afghanistan, which is a big source of hope, like in Tachar, Ninghal, Kunar, Paktia, Luger, Farah, Helmand, etc. Ich hoffe, dass eines Tages auch Afghanistan ruhmreiche Aufstände gegen fundamentalistische Diktatoren und ihre Beschützer erleben wird, wie in den Ländern des Mittleren Ostens. Im Moment sehen wir bereits kleine Aufstände in Kuna, Taka, Nangra, Paktia, Loga, Farah, Haag, Ghazni und den Provinzen von Helmand. Sie sind für uns alle eine große Hoffnung. So now I would like to ask all peace-loving, justice-seeking and democratic-minded organizations, parties, individuals, groups that to join their hands with progressive and democratic-minded forces of my country, who they really need your solidarity and support. Therefore, my message to you is to empower my people educationally, as I believe education is a key toward emancipation. Jetzt möchte ich alle für den Frieden kämpfenden, gerechtigkeitssuchenden, demokratischen Organisationen, Gruppen, Parteien und Individuen dazu aufrufen, sich mit fortschrittlichen und demokratisch gesinnten Kräften, die eure Unterstützung und Solidarität brauchen, zusammenzuschließen. Deshalb lautet meine Botschaft an euch, mein Volk vor allem auf dem Gebiet der Bildung zu unterstützen, denn Bildung ist der Schlüssel zur Emanzipation. Vielen Dank und jetzt wird sie kurz noch was auf Afghanisch sagen, was dann noch kurz übersetzt wird. Sie wollte jetzt noch zum Schluss sagen, den Spruch kennt ihr auch, diejenigen, die kämpfen, mögen vielleicht verlieren oder versagen, aber diejenigen, die nicht kämpfen, werden in jedem Fall verlieren. Long live freedom! Bundeswehr raus aus Afghanistan! Bundeswehr raus aus Afghanistan! And let me say a few sentences to our Afghan sisters and brothers who are living in the Western countries and Europe and Germany. Alle Kriegsgegner und alle Intellektuellen,
die sich solidarisch mit uns zeigen und den sofortigen Abzug der NATO und der ausländischen Truppen fordern. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die uns unterstützen und die unser Leid verstehen und dagegen kämpfen. Getroffen und nichts anderes beschlossen als den Verrat und den Verkauf Afghanistans und der afghanischen Menschen. Wir brauchen keine Besetzer. Die ausländischen Mächte sind da. Ob die ausländischen Mächte da sind oder nicht, der Krieg ist da. Solange die ausländischen Truppen militärische Kräfte in Afghanistan haben, genießen wir in Afghanistan keine Freiheit. Geografischen und politischen Gründen da. Heute steht die afghanische Bevölkerung drei Feinden gegenüber. Den Taliban, den Warlords und den ausländischen Besatzern. Wir brauchen keine Besetzer, weil das ist für uns viel, viel schwieriger. Die ausländischen Besetzer, die NATO, die haben Tausende von Zivilisten und unschuldigen Menschen in den letzten 10 Jahren umgebracht und das Blutvergießen hört nicht auf. Also ich muss leider ein bisschen zusammenfassen, weil wir gleich aufhören müssen. In den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, dass das Blutvergießen nicht aufhört. Afghanistan ist mittlerweile eines der gefährlichsten Orte auf der Welt geworden. Und anstatt dort den Frieden hinzubringen und die Demokratie hinzubringen, ist Afghanistan mittlerweile ein Umschlagplatz von Drogen geworden. Und um die Rechte der Frauen in Afghanistan nach Afghanistan zu bringen, müssen die ausländischen Besatzer sofort abziehen. Die Geschichte hat gezeigt, dass ein Land sich nur selbst befreien kann. Wir brauchen in Afghanistan Demokratie, wir brauchen in Afghanistan Frieden und der Krieg wird da sein oder nicht, ob die ausländischen Truppen da sind oder nicht, wir werden uns selbst befreien. Es lebe die Freiheit, es lebe die Rechte der Frauen und es lebe die Freiheit. Vielen Dank, Malalai Joya. Wie gesagt, ihr könnt sie nächsten Dienstag um 19 Uhr in meinem Welthaus noch mal länger hören und wieder noch spezielle Sachen fragen. Das war es dann auch mit dem Zeitplan, den ich eigentlich hatte. Unser nächster Gast, den muss ich eigentlich nicht groß vorstellen, aber dafür will ich ihn zitieren. Die Logik des Krieges wird von Großmacht bis Kleinstaat überall durchgesetzt.
Ohne Unterlass werden Konflikte weltweit und gezielt angeheizt, um Waffen zu verkaufen. Und hinterher heißt es dann, leider müssen wir diese Waffen jetzt benutzen, um den Frieden wiederherzustellen. Nein, liebe Freunde, auf diesen blutigen Leim gehe ich nicht. Nicht im Kosovo, nicht in Afghanistan und auch nicht in Libyen. Nur der Frieden selbst schafft und sichert den Frieden. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen, Konstantin Wecker und nicht zu vergessen am Piano Joe Barnickel. Dankeschön. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen mit bewährten Kriegsparolen scheinheilig zu Höchsten beten und das Recht mit Füßen treten, wenn Sie dann in lauten Tönen einzig Ihrer Macht gefrönen, denn am kriegerischen Wesen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig, die Geschichte wieder wichtig und behauptet, nur mit Kriegen ließe sich die Welt befrieden. Diese fleischgewordene Lüge, ach, das kennt man zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Es rekrutieren, hab den Mut zu desertieren, lass sie stehen, die Generäle, und verweigere die Befehle. Menschen werden zu Maschinen in den Militäranstalten, niemand soll mehr denen dienen, die die Welt so schlecht verwalten, nie mehr sollen uns jene lenken, die nicht mit dem Herzen denken. Lass dich nicht mehr auf sie ein, sage nein. Es tut sich, was ihr lieben, auf den Straßen, auf den Plätzen finden sich die Freunde ein, sich dem Wahn zu widersetzen. Jetzt muss Schluss sein mit dem Schweigen, dem Gehorsam, dem Verstecken. Wenn für unser Wohlbefinden Hunderttausende verrecken, dann ist Zeit zu widerstehen, wenn dann aufrecht untergehen. Sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger, oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tue Zürne, misch dich ein, sage nein. Nein! Sag nein! Sag nein! Liebe Freunde, ich möchte euch wirklich... Also das, was er hier macht, ist ungeheuer. Der Jo Barnickel spielt mit Handschuhen und spielt mit Handschuhen immer noch besser als die meisten ohne. Nun, ich habe mir übrigens nicht gedacht, gell, dass der Ischinger doch so eine Macht hat über das Wetter hier. Also das ist schon erstaunlich, was er da hat, aber es wird ihm nicht viel helfen. Der Ischinger ist übrigens auch dabei gewesen bei dem Party Kölner Party Schmidt. Der war auch im Ferienhaus. Ja, wo alle waren, der Wulf und was weiß ich alle, da war der Ischinger. Aber ich will gar nicht so viel vom Ischinger reden, das wäre Zeitvergeudung. Ich denke mir, ich werde die Seiten jetzt wechseln, weil ich möchte das folgende Lied möchte ich auch dann gerne im Bayerischen Hof singen, weil es, naja, die Leute fragen ja immer, was hat's denn gebracht? 40 Jahre, zum Teil mit 20, 30 Leuten, Jahr für Jahr irgendwo demonstriert, manchmal auch mit ein paar hundert, und so richtig Kriege abschaffen konnte man nicht. Ne? Das werden wir mal sehen. Aber man muss sich andersrum fragen. Was wäre passiert, wenn es überhaupt keinen Widerstand gegeben hätte? Wie unverschämt wären Sie dann? Also hat es sich doch gelohnt zu widerstehen und wird es sich weiter lohnen, da zu sein? Ja. Und wie gesagt, ich möchte die Seiten wechseln. Hören Sie bitte den Waffenhändler Tango. Erst bauen wir Waffen, dann verkaufen wir sie weiter.
Dann wird ein Krieg geführt, natürlich ein gescheiter. Dann stellen wir uns auf irgendeine Seite. Die andere geht dann selbstverständlich pleite. Dann finden wir das Ganze ganz gemein und sammeln unsere Waffen wieder ein. Ole. Dann gilt es schleunigst einen Krisenheer zu schaffen. Der braucht dann dringend unsere alten Waffen. Und währenddessen basteln wir an neuen, um einen potenziellen Gegner zu erfreuen. Die muss man wie natürlich ausprobieren, am lebenden Objekt studieren. Begleiterscheinungen wie Hunger, Tod und Qual sind zwar ein Schaden, doch nur kollateral. Dann zündet wieder einer irgendwo die Welt an. Dann kommt der Richtige mal wieder an mehr Geld ran. Das macht dann irgendjemandem zu schaffen. Schon braucht man wieder neue Waffen. Und während weltweit alle protestieren, kommen wir kaum mehr nach mit Produzieren. Wir züchten weiter emsig Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Wir züchten weiter emsig Patrioten und halten sie als nützliche Idioten. Dann brauchen wir noch irgendeinen Bösen, von dem wir dann die freie Welt erlösen. Und finden wir nicht gleich einen Gemeinen, ja, dann basteln wir uns eben einen. Es ist doch klar, dass jeder andere schlecht ist, wenn unsere Sache einzig richtig und gerecht ist. Drum lasst uns ewig weiter Waffen bauen, die wir den anderen um die Ohren hauen. Man kann das nennen, wie man will, humanitärer Overkill, heiliger Krieg, gerechte Sache, die Fahne hoch, dass ich nicht lache. Die ganzen Sprüche schenke ich Ihnen, beim Krieg geht's immer nur ums Geld verdienen. Und unsere Freiheit ist, auch dieses Lied beweist es, nur die des Marktes und nicht mehr des Geistes. Sie es nicht gerne. Sie machen sich nicht gern mit uns gemein. Sie schikanieren uns lieber aus der Ferne und wollen gleich nur unter ihresgleichen sein. Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. Wir legen Hand an und sie spekulieren und halten unsere Ängste klug auf Trab, damit wir nichts kapieren beim Verlieren. Manchmal auch die Schönen. Sie reden Unsinn und ihr wird gern publiziert. Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen und dass das unsere Wirtschaft ruiniert. Die Börse jubelt, wenn sie die entlassen, die ihnen ihren Reichtum eingebracht. Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, denn die Gesetze sind für sie gemacht. Empört euch, beschwert euch, und liebt euch und widersteht. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Visionäre sparen sich kühnere Entwürfe. Selbst die Satiren wirken blutleer wie kastriert. Die Demonstranten fragen scheu, was sie noch dürfen. Und an der Börse wird ein Gesslerhut platziert. Die Menschenwürde, hieß es, wäre unantastbar. Jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt. Ein Volk in Duldung, starre grenzenlos belastbar. Die Wärmestuben überfüllt, denn es wird kalt. Den meisten ist es peinlich, noch zu fühlen. Und statt an Güte glaubt man an die Bonität. Man lullt uns ein mit Krampf und Kampf und Spielen. Schauen wir vom Bildschirm auf, ist es zu spät. Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift, sie übt noch. Deren Atem spürt, duckt sich schon präventiv. Und nur der Narr ist noch nicht ganz erstarrt, er liebt noch und wagt zu träumen. Deshalb nennt man ihn naiv. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch.
mutig und liebt euch und widersteht. Wir brauchen Spinner und Verrückte. Es muss etwas passieren. Wir sehen doch, wohin es führt, wenn die Normalen regieren. Outrage yourself, engage yourself, defend yourself, it's never too late. Outrage yourself and be yourself and love yourself. And resist. Empört euch, beschwert euch und wehrt euch, es ist nie zu spät. Empört euch, gehört euch und liebt euch und widersteht. Nicht ein Mensch, der ist verleumdet worden, weil ich habe mich beteiligt auf dem Schiff nach Gaza. Oder dass ich habe gegründet, ein Dorf, wo Juden und Palästinenser versuchen, Frieden zu leben. Ja. Die Zeitung Haaretz hat ein Bild gezeigt, wie der Barack steht vor die Tasten, um die atomare Waffen in Funktion zu setzen. Also, ihr müsst wissen, das, was Israel ist, regiert von einer Koalition von Nationalisten, von Klerikalen und von Rassisten. Und die wollen Krieg, die wollen Krieg. Mir kann keiner sagen, was man will. Jetzt will ich zu Ende. Ich begrüße euch, ich danke euch, dass ihr sagt Nein zum Krieg. Dass ihr empört euch gegen jeglichen Krieg.